Jo, Peace and Justice, herzlich willkommen wieder. DSD Midnight Figure Feature. Wollte nur mal kurz hier zwei, drei Neuzugänge zeigen. Also, endlich auch mal gekriegt hier. Für etwas kleineres. Sie gehen ja jetzt sowieso den Preis wieder runter. Also, einmal den Rogue One hier. Ja, den Stormtrooper. Werde ich, denke ich, auch noch auspacken. Weil, finde ich ganz interessant hier mit diesem Einschusszeug. Sorry hier wieder für die Blinker. Das, ne, ich habe schon in Reviews gesehen, dass das wohl sehr leicht abfällt und so, aber ich probiere es mal aus. Ich finde es geil. Hier Sand Trooper, Dingsbums. Sehr cool. Dann hier noch den K2SO. War ich anfangs auch skeptisch überhaupt, was soll dieser Roboter und so, ne? Aber jetzt dank Rogue One finde ich den ja Hammer. Sehr guter Charakter, sehr geil. Rest in Peace. Armer imperialer Droide. Ja, mal gucken. Ja, werde ich auch auspacken. Also die Packung ist zwar ganz schön mit den Bildern so, ne, aber ist jetzt nicht so was Besonderes, als wenn man hier so Vintage-Kartons hätte. Und die hier von Rebels noch, die Sabine Wren halt. Ja, wollte ich halt haben, alleine wegen hier Mandalore-mäßige Helme halt und so weiter, ne. Da bin ich ja schwer Fan von. Sieht man den einigermaßen. Ja, scheiß Reflexion. Egal, werden irgendwann auch mal ausgepackt, dann kommt da bestimmt das ein oder andere auch noch dazu. Ja, das war's dann auch schon wieder. Gucken, was als nächstes kommt demnächst, ne? In diesem Sinne, habt Spaß beim Sammeln, Spaß an Star Wars und wir hören und sehen uns im nächsten Review demnächst. Peace out, tschüss.